So, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Voyeurismus, die Lust am Spannen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die ja, die gerne gucken, die gerne zugucken, die gerne vielleicht heimlich auch beobachten, die vielleicht heimlich die Nachbarn beobachten mit einem Fernglas oder wie auch immer. Dann vielleicht mit Leuten, die sich von Pärchen einladen lassen, damit sie diesen Pärchen beim Sex zugucken können. Das sind auch Voyeure. Dann würde ich auch gerne mit einigen Leuten sprechen, die bei Unfällen stehen bleiben und sich einen Unfall angucken und naja, auch sagen, da stehe ich zu und mich interessiert das, ich gucke das gerne an. Und ich möchte gerne natürlich mit Opfern von Voyeuren sprechen, denn das ist ja unter Umständen ein sehr drastischer Eingriff in die Intimsphäre, wenn man bei sehr intimen Aktionen beobachtet wird. Also Voyeurismus, die Lust am Spannen, das ist unser Thema. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet euch unter unserer E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Iris und Iris ist 47 Jahre alt. Guten Morgen, Iris. Guten Morgen, Domian. Hallo, Iris. Ja, Voyeurismus. Ja, Voyeurismus. Ich gehe gerne in Swingerclubs und gucke da anderen gerne zu. Ach so, du bist eine Frau, eine Voyeurin. Ja. Die gerne, die Lust am Spannen hat. Ja. So kann man sagen. Du gehst alleine, du gehst alleine in Swingerclubs. Ich gehe alleine, ich gehe mit Freundinnen, ich gehe auch manchmal mit Blind Dates. Ja, aber so deine Hauptmotivation, dorthin zu gehen, ist, anderen beim Sex zuzugucken. Ja, das löst ja auch bei mir Gefühle aus. Ja. Also das, wie man so schön sagt, Sex steht zwischen den Ohren. Es geht vom Kopf runter bis unten durch manchmal, wenn es gut ist. Ja, so kann man es ausdrücken. Beschreib mir doch mal vielleicht beispielsweise so eine Situation, die du da so erlebt hast schon im Singer-Club, die dich sehr sehr interessiert gemacht hat dann und angemacht hat. Ich habe zum Beispiel ein junges Paar gesehen, das optisch sehr gut aussah. Und die beiden haben sich dann in ein Kaminzimmer begeben. In ein was für ein Zimmer? In ein Kaminzimmer. Kaminzimmer. Also was sehr Romantisches. Ja. Die beiden sind sehr schön miteinander umgegangen. Die waren einfach sehr zärtlich. Es war spannend, das hat geprickelt und ich habe das eben mitspüren können. Und wenn ein Pärchen ins Kaminzimmer geht, dann darf auch jemand anders mitgehen und gucken. Ja. Das darf man. Ja. Wie habe ich mir das vorzustellen? In welchem Abstand befindest du dich zu dem Pärchen? Ein Meter, zwei Meter oder stehst du ganz irgendwie verschämt in der Ecke und guckst oder wie? Das kommt auf das Pärchen an. Es gibt welche, die ziehen sich zurück, dann halte ich auch Abstand. Dann möchten eine gewisse Distanz gerne haben, das spürt man einfach. Aber dieses besagte Pärchen aus dem Kaminzimmer, wie nah bist du daran gegangen? Ich habe sie zum Schluss gestreichelt, also danach. Ach so. Und du sitzt dann auf dem Boden oder auf dem Sessel, auf dem Stuhl? Nein, das ist so eine Liegewiese aus Matratzen gemacht, mit Kissen, mit allem, was man so braucht. Achso, dann machst du es dir ganz gemütlich. Legst aus einem gewissen Abstand, manchmal eben auch aus der Nähe zu. Liegst du denn auch nackt auf der Liegewiese? Ich habe meistens ein schwarzes Minikleidchen an, also ich muss mich nicht unbedingt nackt machen. Achso, das heißt, du magst das gar nicht so gerne, wenn du angeguckt wirst? Das ist mir egal. Ach so. Also du liegst im schwarzen Mini-Kleidchen. Ich gehe mal davon aus, dass unter dem Mini-Kleidchen natürlich nichts drunter ist. Ja, ne? Oder ein Hauch von nichts. Oder ein Hauch. Natürlich ein Hauch von nichts. So, jetzt guckst du dem Pärchen, welches sehr schön, wie du gerade gesagt hast, sehr schön ästhetisch aussieht und die sehr zärtlich miteinander umgegangen sind, guckst du zu, wie die Sex haben. Ja. Und das erregt dich dann doch auch sehr. Ja. Prickelst dir denn dann zwischendurch nicht manchmal da reinzuspringen in die Situation von den beiden und richtig mitzumachen? Nee, das würde ich nie tun. Ich würde nicht stören wollen. Ja. Weil das sind die beiden miteinander. Wenn die mich dabei haben wollten, dann würden sie entsprechend sich verhalten. Achso, das ist denen dann schon klar. Da kommt jetzt eine Frau mit, die will einfach nur gucken. Und das akzeptiert man dann. Ja, oder sie kümmern sich gar nicht um mich. Ja. Und das Streicheln, du hast gerade gesagt, du hast dann die Frau gestreichelt ein bisschen. Hat die Frau das hingenommen oder war der das? Das hat sie hingenommen. Ja.
Was machst du denn dann mit deiner eigenen Erregtheit? Du bist doch dann radadoll, wenn du da zugeguckt hast, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ja, das genieße ich, das nehme ich mit. Und dann, wann kommst du mal zum Zuge? Das mache ich für mich allein. Ach so, aber dann nicht mehr im Singerclub, oder doch? Meistens nicht. Also für mich muss, wenn ich was mit einem Mann möchte, dann schon die Chemie stimmen. Also ich bin bekennende Hedonistin, muss ich mal sagen. Ich mag gerne gut aussehende Männer und die müssen auch entsprechend riechen und gepflegt sein und so weiter. Ich bin nicht der Mensch, der sich eine Gruppe wirft oder sich irgendwo dazwischen drängt. Ich mag eine gesunde Distanz. Du bist 47 Jahre alt. War das schon immer so, solange du zurückdenken kannst, dass du Spaß hattest, so fremde Leute bei vielleicht auch sehr intimen Dingen zu beobachten? Die Gelegenheit hatte ich vorher eigentlich nicht. Ich habe mich also davor kaum mal an den FKK-Strand getraut und selbst wenn ich da im Urlaub mal war, habe ich da nichts gesehen. Ja. Ich war auch nicht drauf aus. Wann oder gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, Mensch, das finde ich richtig erregend, das zu sehen? Ja, ich habe im Swingerclub eine Frau kennengelernt, die auch seitdem meine Freundin ist. Ich habe mich gar nichts getraut am Anfang und sie hat mich einfach an die Hand genommen und hat gesagt, du kommst jetzt mit. Und das war's dann. Da hast du gesehen, dass dich das sehr anmacht. Und ja, sie machte das an, dass ich zuguckte und ich machte das Zugucken an. Und das habe ich dann gemerkt, dass das was viel schöner ist, als selber irgendwas zu tun. Redet man dann auch mit den Leuten, die man beobachtet, oder ist man ganz einfach ganz still wie unsichtbar? Ja, also ich mache mich schon so weg, dass ich nicht störe. Ich möchte schon Rücksicht nehmen. Deswegen Voyeure, die bei Unfällen zugucken, das finde ich eine Charakterlosigkeit. Da geht es um Menschenleben. Ja. Die halten den Verkehr auf, wo vielleicht ein Blaulicht durch muss. Was hältst du denn von Voyeuren bei Unfällen, die nicht den Verkehr und die Rettungsarbeiten behindern, aber trotzdem gucken? Naja gut, solange sie keinen Schaden anrichten, ist es eigentlich nicht relevant. Ja. Nochmal auf dich zurückzukommen. Du bist aber solo, das habe ich gerade so interpretiert aus dem, was du sagtest. Ja. Warst du auch schon mal in einer längeren Beziehung? Wahrscheinlich ja. 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 Und in der Zeit hattest du da auch schon diese Ader oder hattest du die da noch nicht entdeckt? Nee, die habe ich erst 4 Jahre später, also erst nachdem ich die Beziehung beendet hatte, entdeckt. Ja. Ich bin durch eine Urlaubsbekannte da reingeraten, die ich nach sehr langer Zeit wieder getroffen habe. Die hat gesagt, ich habe so in den letzten 10 Jahren in einem Swingerclub gearbeitet und da ist mir fast die Kinnlade runtergefallen, als ich das nie zugetraut hätte. Und dann hatte ich aus dem Nähkästchen geplaudert und es ging mir durch den Kopf und mich wieder raus und ich musste das ausprobieren. Dann habe ich halt geguckt, wie ich das anstelle. Also der Swingerclub ist dein Eldorado, höre ich schon. Ja, ist es. Wie oft herrscht da einfach untereinander eine sehr lockere, sehr liebevolle Atmosphäre. Gehst du immer in den selben Club? Nein, ich war schon in ganz Nordrhein-Westfalen und war auch schon bis an die Ostsee hoch. Ach so, dann kennst du auch schon auch die Top-Clubs oder die weniger guten Clubs. Und, ja. Wie oft? Einmal in der Woche? Einmal im Monat? Manchmal jede Woche, manchmal monatelang nicht. Ich habe auch schon mal ein Jahr pausiert. Ich wollte mal wissen, ob ich überhaupt noch ohne kann. Ja. Und ging das dann ohne oder fehlte dann doch etwas? Ab und zu fehlte es mir, ja. Ich kann mich durchaus auch anders beschäftigen, aber dann habe ich mich besonnen, also die schönsten Zeiten hatte ich eigentlich da. Ich habe nie in meinem Leben so viel gelacht. Also, ach so, dann gibt es also auch die Möglichkeit, dass man sich unterhält und lacht. Oder lachst du über die Leute? Ja. Das schon. Ja, ich lache gerne und Lachen ist gesund. Und, also ein richtig guter Kommunikationsort, der Swingerclub. Ja, natürlich. Da kann man ein Pärchen zugucken, die geilen Sex haben, man kann sich schlapp lachen, man trifft nette Leute, man kann gut essen unter Umständen. Ja, in einigen schon, Und vor allen Dingen, ihr Mädels kommt da fast ohne Kohle rein, ne? Ist so, ne? Oder? Ist sehr unterschiedlich. Also es gibt auch welche, wo die Frauen zahlen müssen alleine. Ja, ist ja auch richtig so, ne? Warum sollt ihr es denn besser haben? Als wir Armen. Das ist, würde ich sagen, unterschiedlich. Das kommt immer auf den Club an. Ja. Wenn ich in einen Club gehe, in dem für die Notfallmänner, sag ich immer, die
Prostituierte da sind, die dafür bezahlt werden, dass sie mit den Männern gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite zahle ich vielleicht 30, 40 Euro Eintritt, wenn ich als Singlefrau da reinkomme. Ja. Dann ist das für mich quer. Ich kann noch nicht neben einer Frau poppen, die da ihr Geld mitverdient und ich mache ja. Schon Spaß. Ja, ich verstehe. Das passt. Da gehe ich auch nicht hin. Das will ich nicht. Also eine bekennende Voyeurin ist die Iris. Ja. Und das soll auch so bleiben und wird sich wahrscheinlich noch weiter ausfeilen, das Ganze, ne? Also ich werde mich doch nicht zurückentwickeln. Nein, mit Sicherheit nicht. Wahrscheinlich wirst du noch viel genauer hingucken oder vielleicht besondere Sachen noch irgendwie wertschätzen lernen und in 10 Jahren... Auf jeden Fall habe ich ein gutes Männerstudium hinter mir. Ja, auf welche, du hast gerade schon gesagt, du stehst auf die attraktiven Typen, ne? Die gut riechen. Ja. Die großen, die sauberen. Ja. Wie alt dürfen sie... Intelligent auch, also ich mag keine Dummen. Natürlich, die müssen auch intelligent sein. Wie alt dürfen sie... Höchstens sein bei dir? Höchstens? Ja. Kann ich gar nicht mal sagen. Ach so. Und wie alt müssen sie mindestens sein? Das fängt bei mir so bei 35 an. Ach so. Also so ein richtig knackiger 20-Jähriger wäre nix. Eher nicht. Nee. Ja. Also da bewegst du dich ja noch. Ich bin voller Mutterbrust. Ich bin Selbstmutter. Das brauche ich nicht. Ach, du bist Selbstmutter? Ja. Wie alt sind denn deine Kinder? Ich habe eine Tochter, die ist 20. Weiß die, was die Mama so treibt? Ja. Und was sagt ihr dazu? Erst war sie geschockt, dann fand sie es total cool und dann wollte sie mit. Und dann Ist sie mitgekommen? Nee, ne? Nein. Nee, das wäre. Nein, das wollte ich nicht. Kann ich verstehen, das wäre wahrscheinlich dann auch irgendwie eine Nummer zu peinlich, ne? Und irgendwie. Peinlich nicht, nee, aber das passt nicht. Das passt irgendwie nicht. Das ist die Mutter. Meine Mutter, sie ist meine Tochter, genau. Das ist ein verwandtschaftliches Verhältnis. Genau, die soll in ihren eigenen Swingerclub gehen oder wo immer sie auch hingehen möchte. Wenn sie das unbedingt haben muss, ich denke mal, die soll es mal erstmal normal probieren. Genau, das ist der erste Schritt, ne? Und dann ja. Kommt das andere später, wenn man ein bisschen älter wird. Genau. Iris, danke für den Anruf, danke für die Ausführung. Alles Gute und viel Spaß beim Beobachten weiterhin. Ja, danke, gerne schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Unser Thema heißt Voyeurismus. Möchte gerne mit Leuten reden, die gerne gucken, die gerne spannen, die auch dazu stehen, so wie die Iris gerade, die gerne andere Leute beobachten bei intimen, meistens sind es ja sexuellen Aktionen, aber vielleicht auch bei ganz anderen, ganz unterschiedlichen Sachen. Würde auch gerne mal reden mit jemandem, der bekennender Unfallgucker ist. Der sagt, so wie ich es gerade schon erklärt habe, ich behindere niemanden, aber ich gucke mir einen schweren Unfall an. Wenn da ein Mensch schwer verletzt ist, hat das für mich so eine Faszination, ich gehe da hin und gucke. Wer so drauf ist und gerne mit mir sprechen würde, ich wäre interessiert, mich mit einer solchen Person mal zu unterhalten. Und wie gesagt, auch gerne mit Opfern von Voyeuren, die sich in ihrer Persönlichkeitssphäre sehr verletzt fühlen, weil jemand eben gespannt hat. 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Hier ist Ingrid. Ingrid ist auch 47. Morgen Ingrid. Hallo Domian. Ja, hallo Ingrid. Schön, dass du da bist. Bist du auch eine Spannerin? Nein. Nein. Nein, also indirekt ein Opfer eines Spanners. Ah, erzähl. Und zwar, ich lebe in Großbritannien seit 24 Jahren. Mein Mann ist Engländer. Ach, du rufst jetzt auch aus England an? England, ja. Von wo? Wo lebst du? Das ist jetzt in der Nähe von Cambridge. Ah ja. Und wir haben aber die meiste Zeit in Schottland gelebt, im Hochland. Und ihr guckt deutsches Fernsehen? Ja, Satellit. Satellit, das ist ja alles ganz möglich dann, einfach zu empfangen. Ja, ich gucke hauptsächlich deutsches Programm. Ah ja. Und da verlernst du das Englische nicht, wenn du Deutsch guckst. Ja, genau. Dann redet jemand zu mir in Deutsch. Ja, genau. Und ich rufe an, weil ich jedes Jahr in meine Heimat fahre, nach Norddeutschland, da komme ich her. Ja. Und meine Tochter, wir sind immer zusammengefahren, wo sie klein war, natürlich immer jedes Jahr. Und jetzt ist sie 20 Jahre alt und hat einen englischen Freund seit 2 Jahren. Und den hat sie jetzt zum ersten Mal mitgenommen zu meiner Heimatstadt. Mhm. Und wir haben dort mein Mann und ich haben immer eine Ferienwohnung gehabt, die gleichbleibende mit unserer Tochter. Mhm. Das war aber eine kleine. Mhm. Und jetzt brachte sie auch ihren Freund mit und wir wollten auch gerne, dass sie dann ihre eigene haben. Und die machen dann ihre eigenen Sachen und wir können unsere eigenen Dinge unternehmen. Mhm. Und dann treffen wir uns zwischendurch mal wieder. Und die kamen auch nur für 9 Tage. Mit dem Flugzeug sind die geflogen, mein Mann und ich mit dem Auto durch den Eurotunnel. Mhm. Und wir haben dort dann die Ferienwohnung organisiert durch das Tourismusbüro, ja. So wie wir unsere auch gefunden hatten. Ja. Und dann den Abend haben wir sie dann, wir sind an dem Abend, an dem Montag zu dieser Ferienwohnung gegangen von unserer Tochter und haben den Schlüssel abholen wollen und den Kühlschrank mit Essen eindecken wollen für die jungen Leute. Mhm. Um sie dann am Abend vom Flughafen abzuholen. Und der Mann und die Frau, die waren also
Ganz besonders fiel mir der Mann auf, dass er sehr überschwänglich war zu mir. Ja. Er hat mich auch sofort geduzt. Also der Vermieter von der Wohnung? Ja, ja, mhm. Das ist ein sehr großes Haus. Also ja. da ist wohl Geld, auch sehr viel Geld. Und das ist ein sehr riesiges Haus. Also da passt uns, glaube ich, 2-3 Mal rein. Ja. Und das waren, wir wussten das nicht, das sind 2 Ferienwohnungen. Wir dachten, das wäre nur eine Wohnung, eine Oberwohnung mit Küche, ja. Dusche, Schlafzimmer und also ziemlich eine große Oberwohnung. Ja. Schön, da schlafen noch Ärzte und Rechtsanwälte. Ich muss jetzt nochmal fragen, die Wohnung, die ihr da euch den Schlüssel holen wolltet, das war jetzt die Wohnung für die Tochter, ne? Für die Tochter und ihren Freund. Für die Tochter, genau. Mhm. Genau, und wir schliefen in der nächsten Kleinstadt, ja. weil die Leute da hingezogen sind, eine neue Ferienwohnung da aufgebaut haben und da konnte ich nicht in meine Heimatstadt. Okay, aber die Geschichte nicht zu lang zu machen ist, ich habe den Vermieter kennengelernt, wollte den Schlüssel abholen für die Oberwohnung, weil wir die Kinder dann vom abholen wollten und dann, dass sie dann später auch hier in die Wohnung kommen. An dem Tag Geburtstag, er wurde 74 Jahre alt ja. und er hat uns zum Geburtstag so am Umtrunk eingeladen. Ja. Und wir dachten, ja, das ist ja ganz nett, so etwas trinken miteinander. Und aber der Vermieter kam mir schon ein bisschen komisch vor. Er hat mich also gleich geduzt, was ich sehr ungewöhnlich fand. Mhm. Also er hätte mich wenigstens fragen sollen, ob mir das recht ist. Mhm. Und hat mich auch gleich umarmt, in den Arm genommen, also als wenn ich so eine verlorene Verwandte wäre. Mhm. Und dann hat er mich auch mal sehr berührt. Er mochte gerne Körperkontakt mit mir, das war mir dann auch sehr unangenehm. Und dann gab es so ein bisschen so kleine Gespräche, die waren mir schon ein bisschen zu intim. Mhm. Also bei einer ersten Begegnung ein bisschen anzüglich so und da gab es so ein bisschen auch mit der Frau, das gefiel mir auch nicht so. Also bei mir gingen so die Alarmglocken los. Ja. Ich bin da sehr ein sensibler Mensch. Ja. Also. Jetzt bin ich gespannt, wo wir hinkommen mit dem... Ja, genau. Ja. Das ist ja die Geschichte. Ja. Wir haben dann die Tochter abgeholt und im Auto habe ich dann schon mal gesagt zu meiner Tochter und ihrem Freund, also zu dem Freund, pass auf meine Tochter auf, mir ist der Vermieter nicht so ganz ganz angenehm. Mhm. Und zu meiner Tochter habe ich gesagt, umarm dich nicht mit ihm, halte Abstand. Dann Körperkontakt und zeig ihm gleich, dass du das nicht möchtest. Okay, was ist dann passiert mit deiner Tochter in dieser Ferienwohnung? Ja, als wir dann Umtrunk hatten und alles und der Freund hat ihn dann auch beobachtet und dann gingen wir nach oben. Am Abend war es dann schon, glaube ich, so um 1:30 gewesen. Mhm. Ich unterhielt mich mit der Tochter und mit haben da was getrunken mit diesem Vermieter und in einem extra Wohnzimmer. Er hat uns also separat gehalten von den anderen Gästen, was ich auch eigenartig fand und so ein privates Seitenwohnraum zu tun. Mhm. Aber die Tochter unterhielt sich mich sehr freundlich mit und wir brachen dann die jungen Leute so um 1:30 nach oben und da war eine Glasscheibe in der Oberwohnung. Da meinte ich noch zu der Tochter, also auch lauf vorsichtig, wie du hier oben rumläufst, wenn du geduscht hast, mach sicher, dass du gut bekleidet bist, du könntest unten an der Treppe stehen und gucken. Mhm. Also so einen Eindruck hatte ich. Ja. Ja gut, wir haben sie zurückgelassen, wir haben uns verabschiedet, nochmal die letzte mit dem jungen Mann gesagt, pass gut auf meine Tochter auf, ja. nochmal die besorgte Mama. Und dann sind wir los in unsere Ferienwohnung. Wir sind da gerade angekommen, haben uns ein bisschen ausgeruht, aufgeräumt, wollten gerade duschen gehen. Auf einmal klopfte das wie verrückt an unsere Tür. Mhm. Also wir haben die Ferienwohnung verlassen. Wir waren gerade eine Stunde weg von dem Haus. Mhm. So, wer hat jetzt angeklopft? Was ist passiert? Ja, meine Tochter. Und die Tochter ist schon wieder zurück in deine Wohnung gekommen. In unsere Ferienwohnung. In der nächsten Stadt sind die angekommen, im Taxi. Ja. Mit Koffer bepackt. Was war passiert? Ja, das ist es ja. Was passiert? Die Tochter gleich geschlürzt. Die war ganz, ganz fertig, fixenfertig ja. von dem Stress. Der Freund ganz, ganz sauer, ganz wütend, also sehr wütend. Und hielt dann ein Mikrofon und eine Minikamera in der Hand. Ach. Und, Da hatte der Vermieter in dieser Ferienwohnung? Im Schlafzimmer, in der Wand, eine Wanduhr, wie in Kastenform war eine Wanduhr im Schlafzimmer. Ja. Und der Zeiger und das Gesicht der Uhr war so, auch ein bisschen so, schräg gehalten. Ach. Und er zeigte auf das ganze Schlafzimmer, aufs Bett, auf das Ehebett und auf die Duscheingabe. Ist ja wie im Film. Ja, total. Aber wie pfiffig von deiner Tochter. Nee, von dem Freund. Oder von dem Freund, dass er das entdeckt hat. Ja, er war sehr sensibilisiert. Ja, ja. Sehr fürsorglich, um unsere Tochter besorgt ist auch, ne? Mhm, und sehr besorgt und hat den Mann auch beobachtet und hat das angenommen, was ich gesagt habe. Trotzdem, auf die Idee zu kommen, dass in der Uhr so eine Kamera eingebaut ist. Ja, das ist eine ganz tolle Begebenheit, weil der Möbel herstellt. Er schnitzt. Ach so. Er macht Hausschnitzungen, er stattet für Bands die Tourbusse aus, Diskotheken, er hat einen Blick dafür. Habt ihr diesen Mann angezeigt? Ja, natürlich, es ist unheimlich viel passiert in der Nacht, das ist ja wirklich ein Krimi dann, was dann abgelaufen ist. Die Tochter ging in die Dusche, hat sich dankbarerweise in der Dusche ausgezogen, um sich zu duschen. Ja. Die beiden waren auch total müde und kaputt und wollten nur ins Bett fallen, die arbeiten sehr viel, die beiden. Ja.
Und er hat sich in der Zeit aufs Bett gesetzt und dann guckt er sich diese Uhr an. Ja. Und weil er eben Holzschnitzen macht und Möbel selber herstellt, hat er gedacht, was für eine Uhr ist ich das. Verstehe. So kam es dann raus. So fing das an, dass er sich die Uhr angeguckt hat. Näher. Ja. Und dann kam unsere Tochter nach dem Duschen raus und sagt, hat sich angezogen schon wieder in der Dusche. Und Nachtzeug und alles und sagt es ihm, was guckst du mal auf die Uhr? Ja, also auf jeden Fall so kam es dann raus. Habt ihr denn diesen Mann angezeigt? Ja, natürlich. Also was ist bei der Anzeige rausgekommen? Ja, die sind dann in der gleichen Nacht sind wir zur Polizei gefahren, saßen wir da noch rum eine lange Zeit und dann mit dem Polizeiwagen zurück zum Haus, die Vermieter. Er hat in der Zwischenzeit, die haben sich halt rausgeschlichen in der Nacht, also mit der Treppe runter im Dunkel, die haben alles zusammengeschmissen, 10 Minuten, die Koffer. Die haben also Was ist bei der Anzeige rausgekommen? Ja, das läuft noch. Das läuft noch. Ist ja jetzt erst passiert im Urlaub. Das läuft noch. Wer weiß, wie viele Leute da schon auf reingefallen sind. Ja, Jahre machte das. Also der hat alle Leute, die Ehepaare da, alles Altersgruppen, Ärzte, aber Doktors. Ingrid, dann hattest du auch ein gutes Gefühl, ne? Dass der Mann nicht so ganz geheuer war. Ja, sehr. Ja. Sehr sensibel und mit Menschen und verschiedene Sachen. Und der junge Mann, der meine Tochter, der Freund ist, hat da auf meine Gefühle eingegangen, weil meine Tochter gesagt hat, jetzt hat Mutti dich schon paranoia gemacht. Ja, aber er war vorgewarnt und das war gut so. Ja, und er hat ihn beobachtet und hat dann das gefunden in dem Kasten, weil er das auffiel. Warum hat so eine batteriegeladene Uhr, ist in so einer Kastenform angeleimt an die Wand, das macht ja alles keinen Sinn. Also eine üble Geschichte, aber es ist nun mal gut ausgegangen und hoffentlich kriegt der Typ eine ordentlich fette Bestrafung. Ja, die Geschichte endet da noch nicht, weil in der zweiten Ferienwohnung wurde die in derselben Nacht, da war noch ein Pärchen, das schlief da, die Polizei ist da rein in die zweite Ferienwohnung und hat da die gleiche Uhr gefunden, gleiche Mikrofon und Kamera. Liebe Ingrid, ich danke dir für die Geschichte und sag einfach schöne Grüße nach England, nach Cambridge und hoffe, dass der wirklich eine gute Strafe kriegt, der Typ. Ja, denke ich auch. Alles Gute dir und deiner Familie. Jo, danke schön. Auf Wiederhören, tschüss. Tschüss, Wiederhören. Unser Thema heißt Voyeurismus, die Lust am Spannen, die Lust am Gucken. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das tun, die Spaß am Gucken haben und so wie gerade mit Ingrid auch mit Opfern von Voyeuren. Hier ist Sascha. Sascha ist 21. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Sascha. Du bist ein 21. 21, genau. Ja. Du bist ein Gucker? Ja, an sich schon, allerdings aus einer gewissen Entfernung. Moment, muss man eben den Fernseher leise drehen. Darum möchte ich dich bitten, ja. Ja. Aber aus einer gewissen Entfernung. Ja, das heißt, also ich behindere niemanden so beim Arbeiten oder so, wenn jetzt die Rettungseinheiten da sind, aber... Ach so, bei Unfällen, ach so. Ach so, Also wenn Unfälle da sind, dann und du zufällig vorbeikommst? Oder fährst du direkt... Ich hab eine Zeit lang ein paar hundert Meter nur von der Autobahn weggewohnt, da hast du es dann halt gehört, wenn es gescheppert hat. Ja. Und ja, da guckst du es dir schon ganz gerne an. Warum guckt man sich gerne das Leid und die Schmerzen und vielleicht sogar das Sterben eines anderen Menschen an? Es hat ja nichts in dem Sinne damit zu tun, dass man jetzt das Leid sehen will, sondern eher so, ja, der Unfall ist jetzt passiert, jetzt kommen die Rettungseinheiten und ich meine, jetzt mal, auch wenn das wirklich blöd klingt, ja, ich weiß, es klingt schlecht, aber es gibt nichts Geileres als Blaulicht bei Nacht. Okay, aber das Blaulicht ist ja dann auch schon nach ein paar Sekunden vorbei. Und ich glaube, wenn es da nicht um Schwerverletzte ginge und um Dramatik, würdest du dann ja da auch gar nicht gucken gehen. Es ist schon die Dramatik am Ganzen, was ist passiert und... Aber zu der Dramatik gehören ja meistens eben auch... Die Verletzungen. Die Verletzten oder die Sterbenden bei Unfällen, bei schweren Unfällen. Ja, klar. Was ist die Faszination daran, dieses zu beobachten? Warum? Ist eine gute Frage. Ja, klar. Ich versuche das ja herauszukriegen, was das ist. Ich meine, ich will mich da gar nicht als der tolle Mensch darstellen. Wir alle gucken ja, wenn irgendwas passiert ist. Wir alle gucken hin. Und da gibt es eine Gruppe, die guckt mehr hin, wie du, oder die geht sogar hin. Eine andere Gruppe, die fühlt sich vielleicht ein bisschen unangenehm und geht weg. Aber irgendwo saugt so etwas ja doch die Blicke der Menschen an. Was meinst du, was der Grund ist? Ja, jetzt fange ich das Stottern an. Es ist einfach so, da ist jetzt was passiert, da ist mal was los, du guckst dir das so an, du hast da irgendwie die Dramatik, es ist eigentlich jedes Mal was anderes irgendwo, das heißt irgendwie, es wird ja auch nicht langweilig. Mhm. Wenn du jetzt drei Motorradunfälle siehst, ist als Beispiel, ist jetzt der eine nicht wie der andere, da gibt's keinen, der wiederholt sich. Mhm. Weißt du, das ist vielleicht genauso ähnlich wie früher, wenn das Publikum zu Hinrichtungen ging. Da gingen auch Leute hin und guckten.
Ja, das, und das kann sein. Wie die sich damals gefühlt haben, weiß ich nicht. Ja, ja, aber es wird, ich vermute mal, dass das eine ähnliche Ebene ist, was da bei den Zuschauern abgeht. Einmal die Lust am Grauen des anderen. Vielleicht auch das Gefühl, ich gehöre ja nicht dazu. Ich hab's gut, mir geht's gut und dem geht's schlecht. Also stehe ich besser da. Ja, okay, aber ich meine, ich stelle mich jetzt nicht so hin, dass ich sage, okay, mir geht's gut und dem geht's schlecht, sondern einfach, es ist so das Ganze, was da in dem Moment passiert ist. Ja, da könnte man natürlich jetzt entgegenhalten, hast du so ein langweiliges Leben, dass du es nötig hast, dich auf die Unfälle von anderen Leuten zu konzentrieren? Das ist relativ. Also ich meine, mein Leben ist nicht gerade das Interessanteste, das gebe ich wohl zu. Mhm. Hast du denn manchmal so ein schlechtes Gewissen, dass du guckst ja vielleicht auf einen Schwerverletzten. Der kann sich ja nicht wehren und der kann auch nicht sagen, nein, ich möchte jetzt nicht beguckt werden von fremden Menschen in meinem Elend. Hast du da nicht manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du da eine Grenze überschreitest? Teilweise. Es kommt immer ganz drauf an, was jetzt passiert ist. Wenn es jetzt Leute sind, zum Beispiel am Auto ist irgendwie seitlich eine Leitplanke geprescht, aber der Typ kann noch selber aussteigen oder so, dann ist das Gefühl fast noch schlimmer, als wenn einer wirklich schwer verletzt ist oder so und dann versorgt wird. Weil du weißt ja irgendwo, okay, der nimmt das jetzt nicht wirklich wahr, wer da alles im Hintergrund steht. Mhm. Der achtet also jetzt nicht so auf sein Umfeld. Es ist ja sicher noch was anderes, wenn es nur um einen Materialschaden geht. Wenn, weiß ich jetzt, zwei Schiffe zusammengestoßen sind, ohne dass Menschen zu Schaden gekommen oder irgendwas, wo es einfach nur spektakulär aussieht, weil irgendwas kaputt ist. Das ist ja noch was ganz anderes, als wenn Menschen zu Schaden gekommen sind. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie das umgekehrt wäre, wenn du in einen solchen Unfall verwickelt würdest? Würdest du gerne haben, dass da so ein Sascha oder Daniel oder was weiß ich, irgendjemand guckt, wie du blutend da liegst? Relativ. Also ich fand's nicht so toll. Das ist wohl wahr. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, dass wir alle, die wir gucken, nicht angeguckt werden würden wollen, wenn wir in einer solchen Situation wären. Ich glaube, das ist wohl bei fast allen Leuten so. Ja, ich meine, ich hatte mal einen Unfall mit einer Kreissäge. Ich habe mir dann an der linken Hand den Daumen mit einer Tischkreissäge amputiert, als ich bei meiner damaligen Freundin Holz fürs Feuer gesägt habe. Mhm. Also die hatten nur einen Ofen im Haus und sonst keine Heizung. Mhm. Da habe ich halt das Holz für klein gesägt, weil reiner Frauenhaushalt, Frauen lasse ich ungern eine Kreissäge. Mhm. Ist jetzt kein Vorurteil in dem Sinne, aber allgemein. Ich habe da halt so ein bisschen Problem, dann mache ich lieber selber. Und schneidest dir lieber selbst den Daumen ab? Genau. Ich wollte mir den ja nicht absägen. Ist aber mir schon klar. Ich muss zugeben, da kamen ein paar Leute an, da bin ich auch dann hingestanden und habe gesagt, ey, lauft mal weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Ist nicht so viel passiert. Ne? Der baumelt jetzt zwar ein bisschen, aber ja. Aber das ist, glaube ich, jetzt die entscheidende Aussage, Sascha. Du hast da auch keinen Bock drauf, dass dich Leute anglotzen, wenn dir was Schlimmes passiert ist. Und eigentlich müssten wir uns alle so verhalten. Wir müssen uns so verhalten, anderen gegenüber, so wie wir auch behandelt werden möchten. Ja klar, die andere Seite ist wiederum, wann gucke ich zu? Ich gucke in dem Moment zu, wenn ich sehe, dass andere bereits am Helfen sind. Ja, aber das ist ja eine Aktion, du gehst ja sogar direkt dahin. Du könntest ja sagen, ich weiß, ich kriege mit, dass da ein Unfall ist, ich habe da überhaupt nichts zu suchen. Ich gehe nur dahin, wenn ich helfen könnte, sonst gehe ich da nicht hin. Ich halte mich da diesem Ort fern. Ja, aber genau das ist ja der Knackpunkt, den ich gerade so halb angeschnitten habe. Denn, ich meine, wie gesagt, ich gucke nur zu, wenn ich jetzt sehe, dass da jemand bereits am Helfen ist oder so. Mhm. Wenn ich jetzt in dem Moment der Erste bin, der hier irgendwie quietschfidel ist, wie er das so schön sagt, dann gucke ich auch, was in meiner Macht steht, was ich machen kann. Okay, das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt. Und bei dir ist es hundertprozentig so, dass du nie irgendwen behinderst. Ist das richtig? Ja. Ja. Aber bei all diesen Einschränkungen bleibt ja die Frage, die wir gerade ja nun schön auseinander getüftelt haben, was soll das Ganze? Und ist es dem anderen angenehm? Dem anderen wird es nicht angenehm sein. Und das ist eigentlich, finde ich, das Argument schlechthin, sich von solchen Orten fernzuhalten. Das stimmt wohl. Die andere Seite ist, wenn sich alle fernhalten, wer soll dann helfen? Die Helfer sind nur da zum Helfen. Ja, alle anderen haben da überhaupt gar nichts zu suchen.
Ja, nur ich meine ja, wie gesagt, wenn ich jetzt zu was hinkomme und ich ja, sehe, ja. da ist keiner, der... Ja, okay, aber das ist ein Sonderfall. Du gehst ja nicht dahin, um zu... Ja, ne, das ist ein Sonderfall. Du gehst ja nicht dahin, um zu helfen. Die Hauptmotivation ist ja zu gucken. Stimmt. Ja. Aber ich glaube, Sascha, nicht, dass ich dich jetzt hier so, zu sehr angefahren habe. Du bist jetzt kein Einzelfall. Nee, du bist kein Einzelfall. Ich glaube, dass es ganz viele Leute, wie ich es gerade schon gesagt habe, von uns allen mehr oder weniger betrifft. Aber man sollte sich das so mal vor Augen halten, vielleicht wie wir es gerade so im Gespräch entwickelt haben. Und dann müsste man eigentlich sagen, nee, ich nicht. Nur wenn ich da was Ordentliches zu tun habe, wenn ich helfen kann. Sascha, ich danke dir für den Mut, dass du es so gesagt hast. Das macht ja auch nicht jeder. Manche trauen sich ja gar nicht, da so offen zu stehen. Insofern danke ich dir für deinen Anruf. Jo, okay. Alles Gute, gerne. Sascha. Jo, tschüss. Dir auch. Ja, danke schön. Tschüss. Und hier ist die Bettina. Bettina ist 45 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Bettina. Guten Abend. Ja, mein Thema ist, ich war im letzten Jahr Opfer eines Spanners und führe mit ihm jetzt seit 14 Monaten eine glückliche Beziehung. Ach, guck an. Ich dachte, ja. Und führe seit 14 Monaten jetzt einen Prozess oder sowas. Nein. Erzähl, was war los damals mit der Spannerei? Ich bewohne eine Erdgeschosswohnung mit sehr tief runtergezogenen Fenstern, so circa 40 Zentimeter über der Erde beginnen die, habe eine Terrassentür und habe die Angewohnheit, halt diese Terrassentür abends auch mal bis 12 oder 1 Uhr nachts offen stehen zu lassen. Manchmal telefoniere ich auch noch dabei und ich habe dann das erste Mal was geahnt, als ich Zigarettengeruch gerochen hatte draußen. Habe dann die Tür zugemacht und habe dann am nächsten Tag draußen einmal nachgeguckt. Ich habe so ein paar Beete ringsherum und habe dann gesehen, dass da Fußspuren in den Beeten waren. Zwischenfrage. Du warst angekleidet in deinem Zimmer. Weiß ich nicht, das wird nicht immer so gewesen sein. Achso, es kann auch sein, dass du da... Apartment und ich kann mich praktisch auch nur in diesem einen Zimmer bewegen, habe Küche und Bad und da ist natürlich dann auch, denke ich mal, Umziehen zum Beispiel zu sehen gewesen. Verstehe, also da waren auch wenn die Tür aufstand, waren da keine Gardinen vorgezogen oder so. Also man konnte richtig rausgucken, du hattest volle Beleuchtung und man konnte reingucken. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja. So, jetzt hast du entdeckt, dass da Fußspuren waren. Dass da Fußspuren waren, genau. Ist ja schon gruselig, ne? Ja, war gruselig, ja. Ging auch nicht so ganz gut dabei. Und ich habe dann einige Tage später entdeckt, dass Licht durch die Jalousie, durch die geschlossene Jalousie an einer Stelle fiel und habe mir das dann mal von außen angeguckt, bin ins Haus rumgegangen, habe entdeckt, dass Streichhölzer reingesteckt waren, sodass also ein Schlitz offen geblieben ist. Ist ja ganz raffiniert. Also du hast dann doch auch mal irgendwann die Jalousien runtergemacht. Und das stimmt, wenn man die so ein bisschen verklemmt, dann bleibt so eine kleine Ritze. Ja. Und das und hat jemand... Die sind auch stecken geblieben, wenn ich die hochgezogen habe. Das muss also schon 2-3 Wochen vielleicht gewesen sein. Das ist ja schon eine kriminelle Energie. Ja. Dachte ich auch. Naja, dann war ich natürlich erstmal sehr verunsichert. Ich habe die Polizei hier gehabt. Ja. Und die haben sich das angeschaut und haben gesagt, am besten ziehen Sie um. Weil das ist hier alles nicht so sicher und wir können Ihnen auch nicht helfen im Grunde. Da muss erst was passiert sein. Nun gut, ich habe dann im Juli letzten Jahres Urlaub gehabt, war 3 Wochen weg. Ich kam wieder, dann war erstmal auch Ruhe und ich dachte, das ist jetzt gelaufen, das ist vorbei. Bin dann wieder meinen alten Gewohnheiten nachgegangen, habe dann eben, weil es uns auch warm war, abends relativ lange wieder die Terrassentür offen gehabt und nach ein paar Tagen habe ich festgestellt, er ist wieder da. Wie hast du es festgestellt? Wieder durch Zigaretten? Ja, Spuren in den Beeten draußen und dann dachte ich so, jetzt werde ich offensiv. Dann habe ich Stahlnägel praktisch in den Sand gesteckt und habe gehofft, er tritt da rein. Das hat alles nichts genützt. Die Nägel lagen dann krumm am nächsten Tag da oder waren in den Sand getreten. Und ich war relativ aufgebracht und meine Nachbarin hat dann auch spät abends mal im Dunkeln auf der Terrasse gesessen und hat dann auch jemanden gesehen, der dann hinter dem Zaun oder hinter den Büschen auf und ab ging. Ich muss dazu sagen, hier nebenan sind mehrere leerstehende Häuser, die demnächst abgerissen werden. Und das ist also wunderbar, sich da zu verstecken. Ja, gut, dann war das. Und dann hatte ich irgendwann einen Zettel hingehängt, so er sollte abhauen und war relativ vom Ausdruck her auf dem Zettel dann auch relativ böse. Das hat auch nichts genützt und dann dachte ich so, und jetzt müssen wir mal eine andere Strategie fahren. Ich habe dann einen Zettel auf die Terrasse gehängt, sehr gut, zwischen die beiden Solarlampen, sodass er es auch lesen konnte. Und ich würde es jetzt an der Zeit finden, ihn doch mal bei Tageslicht kennenlernen zu wollen. Und er könnte mich dann auch viel besser sehen und ich würde ihn zum Kaffee einladen. Ach.
Das ist ja abgefahren. Ich weiß nicht, ob es jetzt mutig oder leichtsinnig war oder ist. Ja, beides. Ja, schon die Verzweiflung, weil alles andere hatte ja nichts genützt bislang. Und ich dachte so, jetzt versuche ich einfach mal was ganz Ungewöhnliches. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, aber auch gefährlich. Ja, ne? Also zur Nachahmung und nicht unbedingt empfohlen. Aber man weiß ja nicht, wer steht da. Was ist das für ein Mensch? Aber klar. Was hat er möglicherweise für eine Macke? Ja. Eben, und ich kam dann am nächsten Nachmittag nach Hause und das Küchenfenster war gekippt und ich habe einen Brief dazwischen geklemmt vorgefunden und habe den dann gelesen und da hat er auf mehreren DIN A4 Seiten dann so ein bisschen was über sich erzählt und auch geschrieben, dass er die Idee ganz toll finden würde mit dem Kaffee trinken. Er hatte sich sowieso schon überlegt, wie er jetzt irgendwie einen weiteren Schritt gehen könnte, um mich kennenzulernen, aber er hatte Angst, dass ich eventuell doch noch die Polizei anschalten würde und wollte den Zeitpunkt selbst bestimmen. Ich muss mal zwischendurch was sagen, was mich auch wundert, ist, wenn du schon in so einer Situation da lebst, dass du die Wohnung verlässt und das Fenster gekippt lässt, obwohl du im Erdgeschoss wohnst. Ja, irgendwann muss man ja lüften. Ja, aber man kann ja nicht nur in einer geschlossenen Wohnung sein. Aber du bist da schon eine sehr offensive Person, die sich auch nicht so leicht einschüchtern lässt, glaube ich. Ja, meine Nachbarin ist auch ständig da, die ist Rentnerin und die hatte dann auch schon Auge drauf. Also ich hatte jetzt nicht Angst, dass jetzt jemand einbrechen soll. So, jetzt erzähl, wann kam er? Gut, also ich habe diesen Brief gehabt, ich habe den gelesen und der schlug jetzt erstmal vor, Briefkontakt zu halten. Mhm. Und zwar sollte ich meine Antwort auf meine Fußmatte vor die Terrassentür legen draußen am Abend. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann auch einen Brief geschrieben, habe allerdings mich erstmal etwas bedeckter gehalten, weil ich auch nicht zu sehr jetzt entgegenkommen wollte. Und dann hatte ich prompt dann am nächsten Morgen schon die Antwort da liegen. Wie lange habt ihr Briefkontakt gehabt? Zwei, drei Tage. Da gingen zwei Briefe pro Tag bestimmt hin und her. Und du hast ihn nicht erwischt, wie er den Brief genommen hat oder hingelegt hat? Nein, das war sogar eine ganz skurrile Situation. Einmal, da saß ich am Schreibtisch und ich sah richtig, wie die Jalousie auseinanderging hier vor dem Fenster. Und er guckte mir beim Schreiben sogar noch zu. Das ist ja unglaublich. So, wann kam es dann zur ersten Begegnung? Ja, das war dann drei Tage später, ein Freitagnachmittag, schönes Wetter. Das war Mitte September letzten Jahres. Ja. Und ich hatte meine Terrasse wieder offen. Ich packte gerade ein paar Schwimmsachen zusammen, hatte mit meiner Nachbarin draußen noch kurz gesprochen. Ja. Denk an nichts Böses, hellichter Tag. Auf einmal höre ich hinter mir, wie jemand sagt, hallo Bettina. Ich drehe mich um, da steht er in der Terrassentür mit einem riesigen Blumenstrauß vorm Gesicht. Wie? Ich sah erstmal nur die Blumen, dann gar nicht. So, erst die erste Sekunde, erster Eindruck von ihm. Der erste Eindruck war, er hat mich an jemanden erinnert, mit dem ich mal zusammen war. Also das war ganz frappant. War das eine gute Erinnerung oder eine schlechte Erinnerung? Eine gute Erinnerung. Da kommt der mit dem Blumenstrauß da rein, der Spanner, rein, und sagt, hallo Bettina. Ja, grinst total drein von einem Ohr zum anderen. Und was hat Bettina denn gesagt? Ja, mir ist die Kinnlade runtergeklappt erst. Ich war vollkommen... Hat Bettina denn dann einen Kaffee gekocht? Nee. Das habe ich nicht, aber ich bin auch nicht mehr schwimmen gegangen. Also wir haben uns dann hier auf die Couch gesetzt und haben uns erstmal zwei Stunden unterhalten. Dann musste ich allerdings weg. Das war so das erste Gespräch und ich habe abends dann mit einem guten Freund telefoniert, habe ihm die ganze Geschichte erzählt und er sagte, weißt du was, die Geschichte ist total schräg, total abgefahren und absolut bescheuert, sagt er. Aber lad den Kerl morgen Abend ein. Sag mal, was war denn das nun für, ich meine, du bist mit ihm zusammen, ne? Das ist natürlich mit ihm zusammen, ja. Das ist ja, was war denn das für ein Typ da? Damals, oder was ist es für ein Typ, was hat ihn damals geritten, dir auf diese Art und Weise nachzustellen? Das hätte ja auch komplett nach hinten losgehen können. Hätte nach hinten losgehen können, genau. Er sagte auch, er hatte totale Angst und er hat seinen ganzen Mut zusammengenommen, hat auch nicht mehr nachgedacht, hat die Blumen gekauft, ist hierher gefahren sofort und hat gedacht, jetzt oder nie. Hatte der vorher schon mal sowas gemacht? Nein, nee. Hat er nicht gemacht. Wie hat der dich denn wahrgenommen? Wo hatte der dich entdeckt? Also er ist wirklich Spanner gewesen, hobbymäßiger. Also, das hat er also über längere Zeit gemacht. Er sagt mir bis heute nicht, wie lange. Also ich gehe mal davon aus, dass es mehrere Jahre schon gelaufen ist. Und hat dich durch Zufall entdeckt, deine Wohnung? Er hatte erst das Pärchen in der Nachbarwohnung im Visier. Die waren dann irgendwann ausgezogen. Und er hat dann im Frühjahr, als das Wetter wieder wärmer war und im Winter war er ja nicht unterwegs, das war ihm zu kalt, hat er festgestellt, oh, die sind weg. Da wohnte jetzt eine ältere Dame drin. Dann musstest du ran. War nicht so interessant, genau. Mhm. Er ging dann also praktisch eine Terrasse weiter und somit hat er mich dann entdeckt und kam dann regelmäßig hierher. So, aber ich war auch nicht die Einzige, bei der er in der Zeit dann guckt. Nun ist das ja schon was Unangenehmes, wo man so denkt, oder ist ja alles schäbig. Ist dir das nicht auch eigentlich zuwider, so ein Verhalten, wenn jemand so ein Verhalten hat? Mit Sicherheit ja. Ich habe sehr, sehr viel Angst gehabt, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl gehabt, als würden 1000 Kameras mich permanent beobachten. Ja. Dennoch hast du es ihm jetzt vergeben oder hast du es ihm dann vergeben? Ich habe es ihm irgendwann vergeben, weil ich so ein bisschen die Hintergründe auch kenne. Ich weiß jetzt so ein bisschen, wo das herkommt, aus welcher Ecke. Also
er geht demnächst auch in Therapie, das kommt auch noch dazu. Ah, ja. Deswegen denke ich, gut, ich kann es vergeben. Was natürlich bei mir jetzt zurückgeblieben ist, ist einfach ein permanentes Gefühl, es könnte jemand mich wieder beobachten oder es könnte jemand jederzeit zur Tür reinkommen. Also ich bin ängstlicher geworden. Was vielleicht aber auf eine Art nicht schlecht ist, weil ich war vorher, glaube ich, sehr, sehr blauäugig. Ja, das glaube ich auch. Und du bist vielleicht zu leichtsinnig an die Sachen herangegangen. Ja, ja. Ich meine, das hat sich wirklich jetzt wirklich zum sehr guten gefügt, die ganze Sache. Hätte aber auch bitter, bitter böse ausgehen können. Ja. Das wäre so ein Fall, dann hätten wir das in Aktenzeichen XY ungelöst gehört, oder? Das ist mir jetzt auch klar, aber ich habe wirklich an nichts Böses gedacht all die Zeit und ja, ich hatte dann natürlich bis zum Schluss auch Angst, wer kommt denn da? Wenn da jetzt jemand gekommen wäre, der mir total unangenehm gewesen wäre, dann hätten die Blumen auch nicht viel genutzt. Ja, natürlich nicht. Bettina, wie viel Tage oder Wochen hat es dann noch gedauert, bis du dich in den dann auch verliebt hast? Oder ging das ganz schnell? Also er war optisch mein Typ, absolut. Ja. Und ich habe ihn gesehen und ich wusste sofort, er interessiert mich. Völlig verrückte Geschichte, aber bitte nicht nachmachen, liebe Frauen, die ihr im Erdgeschoss wohnt. Ja. Das ist nur, wir sind alle froh, dass es bei euch so gut ausgegangen ist. Und vor allen Dingen, wenn er jetzt auch noch in eine Therapie geht und die Ursachen und so ergründet werden, klingt das ja alles schon mal ganz gut. Und du bist ein bisschen vorsichtiger, was auch gut ist. Also alles gut. Natürlich nur, ich hatte den Verlauf, als ich eben beobachtet wurde, natürlich auch jedem erzählt. Und alle fragten dann so, und was ist denn jetzt mit deinem Spanner? Und das war mir dann total peinlich. Das glaube ich. Nicht, was ich sagen die meisten rumpfen die Nase wahrscheinlich. Und, ne? Ich bin mit meinem Spanner zusammen. Ne? Und meine Schwester hat mir dann irgendwann eine SMS geschickt, was macht denn dein Spanner? Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, der liegt jetzt in meinem Bett und schaut sich die Scheiße von drinnen an. Super, super ist das. Bettina, danke für den Anruf. Ja, bitteschön. Mach's gut. Tschüss. 0800 220 50 50. Der Stefan ist hier. Stefan ist 26. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Hallo Stefan. Bist du auch ein Spanner? Möchte ich so nicht sagen. Ich arbeite seit 5 Jahren als Paparazzi, verdiene damit eigentlich ganz gutes Geld und das ist der professionelle Spanner, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist das Professionelle daran. Also es bringt mir einfach das Geld ein. Mhm. Ja. Also Paparazzi, das ist ja ein Berufsstand, der nun überhaupt nicht sehr angesehen ist. Obwohl die Leute alle die Bilder angucken und die Zeitungen auch kaufen von euch. Also das ist immer so dieses Zuckerbrot und Peitsche von den jeweiligen Persönlichkeiten, weil auf der einen Seite möchten sie natürlich Werbung für ihre neuen Filme oder für das neue Album machen. Von den Prominenten, das sowieso dann, Sie möchten einfach auch im Gespräch sein. Ja. Und dann gibt's wieder so Momente, wo sie mit dir überhaupt nichts anfangen können. Und gut, dafür habe ich zum Beispiel halt überhaupt kein Verständnis. Ja. Weil sie brauchen effektiv die Plattform in den Medien und die bekommen sie eben von uns. Ich stelle mir das nur immer, wenn ich das im Fernsehen, es gibt ja oft Reportagen über Paparazzi, ich stelle mir diesen Job enorm unangenehm vor, weil man sich ja wie so eine Klette irgendwie an die Leute ranschmeißen muss. Und das heißt, deine eigene Würde ist ja in dem Moment irgendwie überhaupt gar nichts wert. Es geht nur darum, dass du ein Foto machst auf Biegen und Brechen. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendein Foto mache, es geht darum, dass ich das Foto mache. Das Foto mache, natürlich, natürlich. Ich brauche einfach ein Exklusivfoto, was weder die Konkurrenz hat, noch sonst irgendwo bisher erschienen ist. Mhm. Ich brauche wirklich das Foto und das kann mir dann auch 6-7-stellige Beträge einbringen. Sag doch mal so ein paar Super-Promis, die du schon mit deinem Fotoapparat abgeschossen hast. Also in diesem Jahr hatte ich Madonna, ich hatte Angelina Jolie, Brad Pitt, dann natürlich auch viel Deutsches. Ja. Auch mit großen, spektakulären Aktionen, irgendwie mit Hubschrauber ranfliegen oder sich in irgendwie Tunnel graben oder weiß ich was. Das brauchtest du dies Jahr überhaupt nicht. Also bisher überhaupt nicht. Madonna kriegst du in London sehr, sehr leicht. Du kannst sie im Grunde fast täglich abschießen, wenn sie zum Pilates-Training geht. Das ist bekannt. Das sind auch keine Exklusivfotos mehr. Da ist genügend Konkurrenz vorhanden. Ja. Brad Pitt und Angelina Jolie wäre schön gewesen dieses Jahr in Berlin, wenn sie sich dann auch mal zusammen mit den Kindern gezeigt hätten. Das wären dann auch gute Fotos geworden, sind aber immer getrennt in der Stadt unterwegs gewesen. Von daher, also schöne Motive sind einfach, wenn du beide zusammen drauf hast, wenn die Kinder noch mit dabei sind, sowas lässt sich dann wunderbar verkaufen. Wenn du sie nur getrennt hast, dann, es sind halt Fotos, die bringen auch Geld ein, aber die bringen eben nicht das Geld ein. Aber dreistellige,
Dreistellige Beträge sind normal. Ja. Dreistellige Beträge. Entschuldige. Drei bis vierstellige Beträge sind ganz normal. Ja. Kollegen von mir sind jetzt zum Beispiel momentan gerade in Italien. Jetzt am Wochenende ist Hochzeit von Tom Cruise und Katie Holmes. Genau. Wenn du da wirklich das Foto bekommst, da reden wir dann wirklich von sechs bis siebenstelligen Beträgen. Ja. Die schändlicherweise in der Villa von Mussolini heiraten. Ne? Das ist ganz ehrlich, ist mir sowas von wurscht. Es geht nur um das Resultat und das Resultat ist eben ein Foto. Ja, dass dir es wurscht, das ist mir völlig klar. Ja. Ich frage mich nur, wie man so blöd sein kann und auf sowas nicht achtet, als so prominenter Mensch. Naja, egal, ein anderes Thema. Gut, ich habe auch meine ganz eigene Meinung zu Tom Cruise. Das, was er nutzt eben die Medien und die Öffentlichkeit auch sehr stark für seine Scientology-Sekte, ja, um dafür zu werben. Da kann ich zum Beispiel nicht dafür einstehen, aber nach wie vor, wenn du von den beiden gute Fotos hast, egal was die beiden oder wozu die beiden eben diese Medienpräsenz nutzen, du finanzierst damit deinen Lebensunterhalt. Das heißt, du unterschreibst sofort den Satz, zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Würde ich, ja, in gewisser Weise, ja. Wo sind bei dir die Grenzen, wo du sagen würdest, nee, das mache selbst ich nicht mehr? Bei Kindern bin ich ganz vorsichtig, wenn es um Kinder nur weil du Probleme hinterher hast oder wirklich weil du Respekt vor den Kindern hast? Nein, weil ich Respekt vor den Kindern habe. Ehrlich? Ja, auch gerade auch in dem Fall jetzt von Madonna. Es gibt Kollegen, die lichten auch die Kinder ab. Grundsätzlich mit Kindern von Prominenten habe ich ein Problem damit. Jetzt Hand aufs Herz, auch wenn es wirklich keine juristischen Nachspiele gäbe, wäre das doch die Sensation für euch, wenn ihr Kinder von Prominenten auch zeigen könntet. Ihr würdet das doch machen, ihr würdet doch die Fotos machen. Wenn es hart auf hart kommt, ja. Ja. Hm. Sag mir doch noch ein paar Beispiele aus dem deutschen großen Society-Gewerbe, die du schon... Ich bin im deutschen Bereich kaum tätig. Ich arbeite für eine Londoner Agentur. Ach so. Wir werden europaweit eingesetzt. Mhm. Deutschland ist in dem Sinn, wenn du so willst, auch uninteressant. Damit kannst du kein Geld verdienen. Natürlich ist es schön, wenn du jetzt ein Foto von Til Schweiger hast mit irgendeiner Neuen. Ja. Aber es bringt dir nicht wirklich Geld ein. Ich wollte gerade fragen, gibt es in Deutschland überhaupt so Top-Prominente, dass man richtig viel Kohle dafür hinlegt für ein Foto? Mhm. Also für irgendwie... Ich wüsste jetzt eigentlich auch gar nicht, so spontan jemanden zu nennen. Also ich könnte ja, ad hoc könnte ich dir auch keinen nennen. Keiner, der, ich sag mal, so interessant wäre, dass du dich dann wirklich tagelang an den hängst. Ja, wer ist denn dennoch in Deutschland von den Prominenten, wo du sagen würdest, der ist eigentlich sehr interessant, aber an den kommt man kaum ran? Insofern wäre es vielleicht doch schon wäre es schon interessant, da was zu bekommen. Wer wäre das? Auf deutschem Boden kann ich dir echt nicht weiterhelfen. Ja, ja. Nee. Du bist da ist auch wirklich keiner, keiner, bei dem ich jetzt sagen würde, den Job möchte ich gern haben. Da ist wirklich auf dem deutschen Boden keiner, für den ich mich auch 3 Tage ins Auto lege und im Auto übernachte. Ja. Wie lange machst du das schon? Finanziell rentiert sich nicht. Ja. Wie lange machst du das schon? Seit 5 Jahren. Mhm. Ich stelle es mir auch kompliziert vor und auch sehr stressig vor, was du da machst. Weil du unter einem enormen Druck wahrscheinlich stehst, weil... Absolutes Single-Leben, also Beziehungen kannst du eigentlich in der Tüte rauchen. Ja, du bist in der ganzen Welt ständig unterwegs? Ja, und vor allen Dingen, also momentan bin ich in Deutschland, aber es kann sein, dass morgen eben von London ein Anruf kommt und dann bist du wieder unterwegs. Ja. Du kannst einfach auch nicht planen. Also das saugt wahrscheinlich sehr viel Energie aus einem raus? Ja, aber du bist echt wie auf Adrenalin, also das ist so ein Adrenalinstoß. Du bist wie auf Droge, wenn du an jemandem dran bist. Und wenn du Fotos schießen kannst, du denkst an nichts anderes mehr, du versuchst einfach ganz, ganz tolle Fotos zu machen. Mhm. Und am besten verkaufen sich immer noch Strandfotos. Ist das immer noch so? Ja, nach wie vor. Also Strandfotos, wenn du jemanden am Strand hast, verkauft sich sofort. Was denkt ein Paparazzi über seine Opfer, in Anführungszeichen? Verachtest du letztendlich diese Prominenten? Verachten nicht, aber ich habe kein Mitleid, wenn sie jetzt vor der in der Öffentlichkeit klagen, dass sie von Paparazzi verfolgt werden, weil, wie ich es anfangs schon gesagt habe, es gibt Zeiten, da brauchen sie es ganz, ganz dringend. Ja. Ja, und da, da gibt es auch so arrangierte Geschichten. Britney Spears hat das zum Beispiel gemacht, da wurden Paparazzi-Fotos am Strand gefaked. Hm. Da hat eine Agentur einen Vertrag bekommen. Britney Spears hat damals ganz, ganz gut bezahlt. Hm.
Und das war ein arrangiertes Ding und der Welt wurde es eben als exklusiv verkauft. Ja. Naja, man muss ja auch hinzu sagen, dass die meisten Prominenten eben auch sehr, sehr viel dafür getan haben, so prominent zu sein und fotografiert zu werden. Es wird ja auch fast niemand dazu gezwungen, auf dieser Ebene zu leben und zu agieren. Insofern ist das ja auch das Produkt ihrer eigenen Anstrengungen. In manchen Fällen ja, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in die heutige Musikbranche schauen, eigentlich kaum noch. Also da wird einfach nur natürlich extrem großes Marketing gepusht. Mhm. Ist es meine Meinung. Ich meine, da mag jeder anders drüber denken, aber was heute in den Top Ten ist, und wenn du Tokyo Hotel nimmst, aber da habe ich absolut keinen Respekt vor. Hm. Ach, ich habe vor den Jungs schon Respekt. Also, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte dich gerne gerade was fragen. Du hast natürlich mitbekommen, wann war denn das? Im Frühjahr ist unsere Bundeskanzlerin auf ihrem, ich glaube, Italienurlaub sehr despektierlich fotografiert worden. Ja. Das waren, glaube ich, englische Fotojournalisten. Mhm. Mhm. Das heißt, die Bundeskanzlerin wurde mit nacktem Po fotografiert. Mhm. So war es, so kann man es ja auch sagen. Wie stehst du zu solchen Fotos? Da habe ich immer noch so viel Respekt bei solchen Personen, dass ich sage, ist nicht mein Ding. Ach, da würdest du nicht klicken, nein. Auch wenn du da einen fünfstelligen Betrag dafür bekämst? Ich muss sagen, wenn ich einen Tony Blair vor mir habe mit seiner Cherry, ist was anderes. Ja. Aber bei Angela Merkel definitiv nicht. Nee. Also auch? da habe ich immer noch so großen Respekt davor, dass ich sage, nee. Ja. Das kann ich dir jetzt gar nicht glauben. Ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, naja gut, für eine fünfstelligen Summe hätte ich es auch gemacht. Nee. Ist eine Sensation. Ehrlich? Ehrlich. Ehrlich. Definitiv ehrlich. Ja. Wie lange willst du es noch machen, Stefan, diesen Beruf, diesen Job, diesen nervenaufreibenden Job, den du da hast? Also ich hatte so in meiner Planung bisher, hatte ich vor, so mit Mitte 30 das erste Mal Vater zu werden. Ich hoffe, dass ich bis dahin auch die passende Frau gefunden habe, dass ich bis dahin dann auch die Zeit habe, 10 Jahre vielleicht noch. Gibt es ein Traumfoto, was du gerne unbedingt schießen möchtest? Also eine Person? Im Vorgespräch hatte ich es schon erwähnt, Kollegen von mir sind momentan in Irland, weil Michael Jackson momentan dort außerhalb von Dublin in einem Studio wohl ein neues Album produzieren soll. Das wäre so mein persönlicher Favorite, auch wenn du mit Michael Jackson heute kein Geld mehr machen kannst, der ist einfach raus aus dem, er ist kein Thema mehr. Wäre aber so ein persönliches Highlight für mich, weil ich bin mit ihm aufgewachsen, er ist einfach immer noch ein großes Idol von mir und das wäre wirklich eine schöne Sache, wenn man ihn dann noch gut bekommen könnte. Aber da er nicht mehr so sehr angesagt ist, ist er dennoch sehr gut abgeschirmt? Es geht, also jetzt vorgestern zum Beispiel war er in London im Nobu Essen und da war so gut wie keine Security da. Natürlich hat er sein normales Stammpersonal dabei, es ist jetzt aber nicht mehr so wie früher, also wenn wir von den Zeiten 92 oder 96 reden, da war es ja ganz extrem, da war es ganz krass. Ja, ja. Aber mittlerweile ist er sehr zugänglich geworden. Ja. Stefan, danke für den Anruf und interessant, deine Äußerungen zu hören. Vielen Dank. Ich wünsche eine schöne Nacht. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Viktor. Viktor ist 22. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Viktor. Schön, dass du da bist. Kein Profi. Nee, ich bin kein Profi. Ich wollte kurz erzählen, was mir vor so ungefähr 4-5 Monate passiert ist. Mhm. Ich komme aus Spanien. Mhm. Ich habe jetzt erfolgreich mein Studium beendet als Physiotherapeut hier in Deutschland. Dein Glückwunsch. Dankeschön. Mhm. Ich habe in der Zeit und noch heute in ein Wohnheim gelebt. Mhm. Das sind nur kleine Zimmer, also ungefähr 12 Quadratmeter Zimmern. Mhm. Und ich wohne im Erdgeschoss. Und es war einmal so, ich habe zwei gute Freunde von mir, also ein Mädchen und einen Jungen, die waren bei mir zu Besuch und wir waren einfach bei mir im Zimmer und ich wollte einfach nur so 15 Minuten kurz raus, weil ich musste kurz was erledigen. Ja. Ich kam zurück und das war so, ich war kurz vor meiner Tür, ich wollte die gerade aufmachen und dann hörte ich was. Mhm. Geräusche, leichte Stöhnen und da hatte ich mir überlegt, mein Gott, gehe ich jetzt rein? Soll ich einfach, das ist sowieso mein Zimmer. Es war dein Zimmer und du hörtest diese Geräusche in deinem Zimmer, das Stöhnen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, lieber, da ich im Erdgeschoss wohne und damit ich nichts Falsches mache, dann gehe ich kurz raus und gucke durch mein Fenster.
Und guckst erstmal, was da los abgeht. Ist. Was da und, was ging denn da ab? Ja. Wahrscheinlich das, was wir uns alle jetzt denken. Ja, dann habe ich reingeguckt. Also, ich habe mich so, also von einer Ecke reingeguckt, aus meinem Fenster. Ja. Und da habe ich halt gesehen, wie meine beide Freundinnen einfach hemmungsloses Sex auf meinem Bett hatten. Ach. Und ich war erstmal, ich war schockiert, ich habe mich erschreckt. Ich wusste gar nicht, wo ich, wenn ich in einem Film, ist das und jetzt... Und die waren ja davon ausgegangen, dass du auch relativ schnell zurückkommst, oder? Hattest du gesagt, das dauert eine Stunde? Oder? Ich habe mich umgedreht, ich wollte nicht weitergucken, sondern aus irgendeinem, ich weiß nicht warum, aber ich wollte unbedingt weitergucken, was, wie das weitergeht. Ja. Und dann habe ich mir das einfach, die 20 Minuten oder 15 Minuten, wie das ging irgendwie 20 Minuten weiter. Ja. Und da habe ich mich halt einfach weiter angeguckt. Und hast alles gesehen? Ich habe alles gesehen, die haben sich mit einer Decke, die haben versucht irgendwie... Was haben die mit einer Decke? Ja, mit meiner Decke. Mit deiner Decke? Ja. Was haben die mit deiner Decke gemacht? Ja, die haben sich einfach gedeckt mit der Decke. Ach so. Ja, aber ich konnte alles sehen, weil ich war an meinem Fenster, es war so 5 Uhr abends, ja. Ich konnte eigentlich alles sehen. Also die Decke hat nicht viel gebracht. Ja. Und ach so, die haben das doch irgendwie, wollten sich verdecken mit der... verdecken, falls ich reinkomme, damit die tun, hier ist nichts los, wir wollten, uns war kalt, keine Ahnung. Waren die denn ganz nackt? Ja, die waren, also Mädel hatten noch BH an, er war ganz nackt. Ja gut, dann hätten die ja nicht sagen können, wenn du jetzt plötzlich reingekommen wärst, dann wäre doch klar gewesen, was los ist. Ja, klar, deswegen, ich war schockiert, ich hatte gedacht, mein Gott, was soll das, ne? Was ich gerade gefragt habe, das war ein bisschen untergegangen, ja. Was hattest du denen denn gesagt, wie lange du weg zu bleiben gedenkst? Wie? Du bist weggegangen. Ja. Was dachten die denn, wie lange du wegbleiben würdest? Ich habe auch gesagt, ja, ich komme in 15 Minuten. Ach, 15 zurück. Minuten. Ja, das ist natürlich so für eine schnelle Nummer. Okay, ja. Ne? Ja. Ich habe gesagt, ich muss so kurz zu einer Kollegin aus meinem Kurs, ich muss mit dem Skript was erstmal klären und ich komme dann zurück. 15 Minuten dauert. So, jetzt hast du da vor dem Fenster gestanden und hast das alles dir angesehen. Ich habe mir alles angeguckt. Das hat dich angemacht? Hat mich sehr, sehr, sehr angemacht. Sehr, sehr angemacht? Also ich war selber von mir... ganz schockiert. Ich war selber überrascht. Das heißt, sowas kanntest du nicht bei dir, dass du so Spaß hast, fremden Leuten zuzugucken? Also ich denke, mir hat es am meisten angetörnt, meine Freundin nackt zu sehen. Also nicht der Junge, okay, sie ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, aber... Ja. Aber das war ja nicht deine wirkliche Partnerin, sondern eine gute Freundin. Ne? Die sind auch gar nicht zusammen. Nee, ich meine, die Freundin ist auch nicht deine Freundin. Nee, ganz normale Freundin. So, wie ging es denn dann weiter? Irgendwann waren die fertig und bist du dann reingegangen und hast gesagt, hallo, ich bin wieder da. Ja, die Sache war, ich am Fenster habe ich nicht nur zugeguckt. Also ich habe mit deinen Kollegen eben gerade gesprochen, hatte mich gefragt, ich war ganz ehrlich und ich habe mich, obwohl ich draußen vor dem Fenster war und nur ein paar Büsche davor sind und dann direkt die Straße. Ja. Ich habe mich selbst befriedigt da vor dem Fenster. Ja. Und obwohl ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, ob jemand mich zuguckt. Vielleicht hat dich ja auch jemand beobachtet dabei. Kann sein. Wer weiß. Das wäre auch so, und dann, jetzt hattest du deinen Orgasmus und die hoffentlich auch ihren Orgasmus. Ja, die auf jeden Fall. Als die fertig waren, dann habe ich so 5 Minuten kurze Zigarette geraucht. Damit ich erstmal runterkomme, denke ich. Ja. Da bin ich reingekommen und ich habe einfach so getan, als nichts gewesen wäre. Hallo gesagt, was habt ihr gemacht? Och, wir haben hier gesessen und haben uns unterhalten. Ja, genau. Ja, ach nicht, wir haben uns unterhalten und ja. Und die wissen das bis heute nicht, dass du es gesehen hast? Ich habe es meinem Kumpel erzählt. Du hast es ihm erzählt? Ich habe es ihm erzählt, weil... Und war er sauer? Jein, also er war ein bisschen sauer und hat dabei gelacht, aber ich habe schon ihn angemerkt, dass... Also ich soll das bitte nicht wieder tun. Nein, du sollst es nicht wieder tun und du sollst es wahrscheinlich auch nicht ihr erzählen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich das meine Freundin erzähle, also... Dann ist aus mit... Ja. Vielleicht kannst du es doch mal in der netten, vertrauten Stunde ihr doch erzählen. Dann ja, irgendwann. Zur guten Freundschaft. Ja, mit der Zeit. Also, da hast du an dir auch eine ganz neue Seite kennengelernt. Ja, das war für mich... Also ich war von mir selbst überrascht. Wo ich dachte, ich hätte nie gedacht, dass mir sowas... Also sowas live... Mich so anmacht. Ja. Und momentan ist das so, dass ich diese Bilder gar nicht, das ist vor 5-4 Monaten passiert und ich kriege die Bilder gar nicht aus meinem Kopf raus. Ich hoffe nicht, dass du jetzt auf schlechte Gedanken kommst und nachts durch die Vorgärten streifst. Nee, das mache ich auch nicht. Nein, das will ich nicht hoffen. Nee, das mache ich auch nicht. Wäre keine gute Entwicklung. Nee, das wäre auch sehr schlecht. Dass das natürlich irgendwie auch geil ist, sich sowas anzugucken und der Situation, wie du es gerade beschrieben hast,
kann sich wahrscheinlich auch kaum jemand von freisprechen. Nee, überhaupt nicht, denke ich nicht. Einige vielleicht schon, aber viele fänden das wahrscheinlich auch gar nicht so uninteressant. Das war sehr interessant. Und momentan bin ich so sozusagen auf der Suche, ich weiß nicht, wann ich, wo ich suchen soll, wen ich fragen soll. Ich traue mich nicht. Du könntest ja mal einem... jemand zu fragen, darf ich bei... Ja, genau. Der sechs hat zuzugucken. Genau. Das ist ja, das gibt es ja immer wieder, dass Pärchen sich auch Leute holen zum Zugucken. Jetzt muss ich Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Viktor, alles Gute wünsche ich dir. Viel Erfolg beim Suchen. Tschüss. In der Technik Michael Verhöfen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer freien Themennacht. Und ab 0 Uhr könnt ihr uns wie immer erreichen.